Moin, Super Morillos. Mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Raps Play. Und wir zocken heute eine Runde Rocket League und zwar ohne Challenge, ganz normale Folgen. Habt ihr da Bock drauf? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wenn ihr was anderes sehen möchtet, schreibt das bitte auch in die Kommentare. Ich werde mir kurz mein Auto wieder zusammenbauen, wie ich es sonst auch immer hatte. Und zwar möchte ich den goldenen Reiter wieder haben. Und für den goldenen Reiter braucht man natürlich erstmal goldene Felgen. Ne, das ist ja klar. Man braucht... Was braucht man denn? Was hatte ich denn als Raketenspur immer drin? Was ist denn Gold? Geld ist oder heilig? Oder die Sterne? Ich mach mal so. Natürlich braucht man... Wie soll es anders sein? Wenn man in der Goldliga war, braucht man natürlich auch die goldene Krone. Hammerillos, ist das was? Zur goldenen Krone gehört natürlich ein Stern, ein goldener Stern. Und dann passende Farben. Welche das waren, muss ich gerade mal schauen. Nee, die war es nicht. Ich glaube, das war schon die richtige Farbe. Nehmen wir was Helleres oder was Dunkleres? Auf jeden Fall muss das hier mal in Perlmutt Metallic sein. So, das hier können wir in einfach nur Perlmutt machen. Und da sind wir doch richtig schön Gold, oder? Sollen wir hier was Dunkleres nehmen? Das ist natürlich auch geil, oder? Ich hätte gerne eine Stufe heller, glaube ich. Wenn das nicht was Geiles ist. So, was machen wir hier mit dem? Muss ja auch passen. Also hier können wir auf jeden Fall was Goldenes nehmen. Oder vielleicht noch eine Nummer heller. Und machen das Perlmutt Metallic. Und nehmen hier was... Boah, und sollen wir was Dunkles nehmen oder eher was... Was anderes. Nehmen wir das hier, oder? Das sieht ganz cool aus. Mit Cartoon-Glanz. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir spielen Einzelstandard, Ranked. Und dann gucke ich mal, was ich so reißen kann. Kann die Kamera hier schlecht einschätzen. Ich glaube, auf 3:30 hatte ich die. Und spiele im Splitscreen dann meistens auf 300. Weil dann der Bildschirm halt kleiner ist, ne? Dann ist das Auto näher ran, dann sieht man den Ball besser. Ich muss mir unbedingt mal einen größeren Bildschirm kaufen, auf jeden Fall. Ich hätte gern so einen IPS-Bildschirm. Wenn ihr coole Bildschirme kennt, schreibt mir mal in die Kommentare. Ich hätte gern einen, der richtig knallig scharf ist, richtig knallige bunte Farben. Kann ruhig spiegeln, das stört mich hier nicht in dem Zimmer. Mein iMac spiegelt ja eigentlich auch. Und er sollte auf jeden Fall einen AUX-Ausgang haben, weil ich meinen Kopfhörer da dran anschließen muss. Das ist auf jeden Fall leichter für mich. Und ja. Ich bin gespannt, was wir machen können, was wir diesmal reißen können. Ich spiele einfach ganz normal auf Gewinnen ausgelegt. Es ist jetzt eine kleine Herausforderung, da ich die letzten Male nur Challenges gespielt habe, wie ihr wisst. Und jetzt möchte ich aber das Let's Play einfach mit ganz normalen... mit ganz normalen Folgen fortsetzen. Und ich hoffe, dass meine Gegner mich auch mal ein paar coole Tricks machen lassen. Guter Schuss, ja, das kann ich nur bestätigen. Das kann ich bestätigen. So. Alter, wo schießt der denn hin? Och, das ist nicht dem sein Ernst. Was für eine Parade. Was für eine Parade, Leute. Guck euch das mal an. Was macht der da? Oh Mann, Leute. Es fängt schon gut an. Übrigens, wenn ihr mich mal in Rocket League herausfordern möchtet, dann schreibt mir doch gerne. Es muss aber für die PlayStation 4 sein. Und entweder ein 1-on-1 oder ein 2 gegen 2. Für ein 2 gegen 2 müssen wir dann aber erst einen Termin finden, weil dann muss ja der Tim auch können und ich muss können.
Können wir aber gerne mal machen. Ah, das war ein Torschuss. Wow. So, ein bisschen Geschwindigkeit beibehalten. Nein, der hätte gehen können. Mittelfeldpass. Eieieiei. Und? Drin! Nice, Car! Sehr guter Pass. Und gut geschossen. Fast ein 3,33er, aber nur fast. So, wer fährt von den beiden? Beide. Wenn das so ist, schnappe ich mir erstmal den Boost. Warte auf eine gute Situation. Oh, ich warte wohl immer noch. Alter, den hat er gut an mir vorbeigespielt. Nicht schlecht, der geht drüber. Aber auch über den anderen Spieler. Oh, habe ich dich getroffen. Okay, verteidigen. Oh, sorry. Nach vorne damit, komm. Einer soll schießen. Wow, der Ball fliegt komisch. Der ist komisch geflogen. Nach vorne, Leute, nach vorne. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Wow, jetzt bin ich aber echt komisch geflogen. Halten, oh. Ah, da habe ich mich jetzt etwas verschätzt. Der geht nicht. Alter, wie knapp. Und? Da komme ich nicht dran. Ja, das gibt's doch gar nicht. Aufpassen, Leute. Aua. Da komme ich nicht hin. Ich habe einen Volley-Treffer und nichts ist passiert. Nein! Nochmal! Oh. Drin! Nein, der ist nicht drin! Der ist nicht drin! Das kann doch nicht wahr sein. Oh Mann! Okay, der geht gegen die Bande. Dann dränge ich ihn mal ein bisschen nach rechts. Oh! Er schnappt sich das Nitro. Das wollte ich auch tun. Und dann fährt er am Ball vorbei. Ah, jetzt könnte ich die Kurve nicht so eng machen. Komm. Ich verliere nicht, meine Freunde. Ich verliere nicht. Und shoot! Oh, was war das denn? Oh, jetzt leitet der den Ball noch weiter. Oh! Alter, was machen wir hier? Was machen wir hier? Alter, was machen wir hier? Das war ja richtig schlecht. Guck mal, zu dritt. Und dann... Und dann noch sowas. Und dann... Oh, dann... 30 Sekunden. Jetzt anstrengend. 30 Sekunden kann viel passieren. Da können sogar zwei Tore fallen. Muss nur einer nach vorne gehen. Da war schon der erste Torschuss. Und der zweite ging daneben. Es ist nicht euer Ernst. Und? Habe ich ihn gemacht? Da hab... Wer war das? Hä? Da waren doch gerade Funken bei mir. Ja, egal. Ist ja auch egal. Denn Juma hat es auf jeden Fall gemacht. In Zusammenarbeit mit mir. Ist nicht dein Ernst, ey. Da springt er am Ball vorbei. Und er geht gegen die Bande nochmal.
Bande. Okay, Nachspielzeit. Der ist drin. Nein. Alter, das ist nicht wahr. Dieses Match. Oh, 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 drüber! Wo schießt der denn hin? Und jetzt... Oh, die sind alle mal so gierig auf die Bälle, ey. Die müssen die Bälle mal ein bisschen... mal kommen lassen und den schießen lassen, der am besten drankommt. Oh, heiliges Blechle. Weg da mit dir. Blocken. Lasst euch nicht verarschen, Leute. Komm, nice guy, du hast doch eben auch ein Tor gemacht. Kannst du noch mal eins machen? Oh, jetzt rammt er mich. Und hoch. Sehr schön. Wieder gegen die Bande. Komm schon! Oh Mann! Und jetzt, jetzt, jetzt! Nein. Verdammt! Oh! Oh! Eieieiei! Hoch mit dem! Der Ball muss hoch! Nein, nicht da hoch! Er blockt ihn. Nicht weiterfahren, Leute, nicht weiterfahren. Immer gucken, wo der Ball ist. Einer muss hinten bleiben, immer. Der ist drin. Alter, der ist drin. Ich hätte fliegen sollen. Ich hätte verdammt nochmal fliegen sollen. Verdammt, ich die Scheiße. Scheiße. Komm, ein Match machen wir noch. Neues Match suchen. Oder sollen wir doppelt spielen? Nö. Wir spielen weiter 3 gegen 3. Das Doppel spare ich mir immer für den Tim auf. Wenn wir auch wirklich doppelt spielen, also ein Doppelspiel, ist dann immer ein bisschen besser. So, was geht ab? Sollen wir mal in die Statistiken schauen? Ah, da ist es schon zu spät. Da ist es schon zu spät. Gut. Diesmal bin ich motiviert. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingespielt, diese Runde. Wow, motherfucker. Okay. Ich bin ziemlich gelb irgendwie statt Gold. War das mit dem anderen da? Malt der ein Mandala? Oh, Kacke. Alter, warum fahren die alle am Ball vorbei? Was ist denn hier los? Die wollen mich alle verarschen. Oh Mann, der auch? Aber der diesmal nicht. Bei dem hat es auch gezählt diesmal. Boah. Jetzt hätte ich ihn noch knapp angespielt, wäre der echt in Richtung Tor geflogen. Aber da habe ich mich ein bisschen verschätzt und zu knapp angespielt. Was passiert denn hier mit dem Ball? Oh Mann, die kommen natürlich noch dran. Immer wenn es drauf ankommt. Okay, ich bleib hinten stehen. Der ist drin. Einfach immer Druck machen. Und darauf hoffen, dass die Gegner einen Fehler machen. Ist das die Silberkrone oder die Platinkrone, die der auf hat? Man weiß es nicht so genau. Okay, alle fahren nach innen. Und drin. Danke. Tja, da wollte er sich das Nitro schnappen, war aber kein Star anscheinend. Und dann springt er noch am Ball vorbei. Damit gehen 2 Tore auf meine Kappe. Jetzt müsst ihr euch aber anstrengen.
Nix da. So, weg mit dem. Oh, und 13-0. Ah, ich weiß, welches ich hatte. Ich hatte Funkeln drin früher. Nicht die Sterne, Funkeln. Muss ich gleich wieder reinmachen. Funkeln ist natürlich noch goldener. Aber ich glaube, ich muss hier eine Farbe runtergehen. Und 4, 3, 2, 1, 0. Eine große Straße, einmal für Dark Sonic, bitte. Das ist echt selten, dass man sowas hat. 4, 3, 2, 1, 0. So, ich fahre nicht. Du kannst ruhig fahren. Und rein. Nee. Und rein. Nee. Okay, Verteidigungsmodus. Ah, ein bisschen nach vorne ging der. Der war zu fest. Oh oh. Der kratzen, der Bart juckt. Kann der reingehen? Nein, und keiner für den Nachschuss da. Der wird ihn über die Bande spielen. Warum tut er das? Boah. Nice. So, die Hälfte des Matches ist rum. Ah, natürlich musste der mich jetzt noch kurz blocken. Nice. Gut gehalten. Sehr, sehr schön. Oh, guter Schuss. Alter. Da konnte er sich aber schneller fangen, als ich dachte. Ah, den wird keiner mehr aufs Tor schießen. Schade. Immer das Nitro, der Gegner klauen. Und drin. Old School Campbell. Im Alleingang. Guck mal, der luchst er den ab. Es könnte sein, dass das die Platin-Krone ist. Oder ist es die Silberkrone? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Welche Krone das ist. Vielleicht habt ihr auch die Silber- oder die Platin-Krone und könnt mir sagen, dass es auf jeden Fall eine von den beiden nicht ist. Denn ich habe nur die goldene bekommen. Keine silberne oder keine andere. Bin ich aber auch ein bisschen blöd, ne? Dass man dann halt nur die eine bekommt und nicht alle anderen. Also drei dann. Alter, der kann reingehen. Oh, was ein blöder Flug. Komm, ich mach jetzt nochmal ein Tor. Ich geh jetzt nochmal mit nach vorne. Oh, der könnte reingehen. Was macht der denn da? Gibt's doch gar nicht. Und ein Flugschuss. Nö. Und Skiba. Und jetzt der andere von der linken Flanke. Und jetzt blockt er mich. Und der ist drin. Der ist drin. Ey, der war echt nice. Schaut ihn euch an. Zack. Alter, hat er Glück. Und ich spring nach hinten. Oh. Gerade so über mich drüber. Und der macht einen Nachschuss. Sorry, der sollte eigentlich nur weitergeleitet werden. Hier wird geflogen. Danke. Nochmal schnell eins gemacht. Yes. Bam.
Nice. So. Eins, kommen alle drauf. Und das war's. Keiner fährt mehr. Der HSV. 1887. Nur der HSV, was? Lustig. Gut, wir haben 20 Minuten voll. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr bei Rocket League sehen möchtet. Ob ihr 2 gegen 2 Splitscreen haben möchtet. Oder soll ich 1 gegen 1 zocken? Oder soll ich, ja, was auch immer ihr sehen möchtet, ne? Perlmutt, Metallic, Perlmutt. Warte mal, hier hatte ich sonst Cartoon Glanz. Hatte das hier ein bisschen dunkler. Also das sieht schon ordentlich golden aus. Ne, das ist zu. Ne, es muss schon so sein. Ne, so behalte ich. So ist geil. Gut. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Schreibt fleißig Kommentare und Daumen nach oben geben nicht vergessen. Bis dahin, stay pam, ciao. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben, viel mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.